Hallo und willkommen an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Clip geht es heute um den Dow Jones. Das ist tatsächlich schon wieder 2 Wochen her, dass wir uns den angeschaut haben. Heute ist Mittwoch, der 20. Februar und wir haben ganz grob 18.20 Uhr. Das heißt, der Freund ist voll am Handeln. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Das Erste, was man sieht, diese Bewegung hier war knallig schnell. Und diese Bewegung hier zieht sich langsam hoch, aber wir haben ziemlich genau dieses Niveau hier schon wieder erreicht. Ja, der Pluralspruch in der Börse, man sieht jeden Kurs zweimal, tatsächlich ist das hier der Fall. Wie dem auch sei, von den Bändern her kein Signal. Ja, die laufen parallel hoch, die sind nicht zu breit, die sind nicht zu eng, völlig normal, gibt es kein Signal. Trendfolge ist weiterhin völlig in Ordnung, ist weiterhin positiv. Wir haben hier einen Bereich, ich habe es nicht eingezeichnet, bei 25.715 sind wir hier, haben wir das sogenannte 76er FIBO herausgenommen und sogar überboten, das 76er FIBO hier vom All-Time-High bis runter zu den Dezember-Tiefs. 76 war dann ungefähr hier. Wir sind also ein bisschen drüber. Im Moment handeln wir bei 25.906, während ich hier diesen Film mache. Wir haben von der Technik her ein völlig neutrales MACD. Ja, also da ist nicht viel zu sagen, weder traditionell noch modern. Was mir natürlich nicht gefällt, ist hier der Oszillator, der ist zum Zerreißen gespannt, aber es gibt kein Verkaufssignal. Ich habe den Eindruck mit den Leuten, mit denen ich so spreche und wo ich mich überall mal so rumhöre und welchen Chats und ja auch immer mich tummle, jeder hat irgendwo ein paar Puts und jeder rechnet damit, dass diese Bewegung irgendwann ein Ende findet und dann vielleicht auch mal wieder 1000 Punkte abgeht. Ich habe auch Dauerputs, gebe ich ganz offen zu. Die habe ich von letzten Freitag. Ich habe die, ganz ehrlich, ich schlafe damit ganz gut. Ja, wenn sie draufgehen, das ist also eine höhere Basis, ist das halt doof gelaufen. Ja, aber ich habe zumindest welche. Man wacht ja morgens auf und zuerst, was ich dann mache, guckt dann irgendwann mal NTV, gab es irgendwie einen neuen lustigen Tweet? Im Moment gab es keinen. Notstand hin, Notstand her, interessiert momentan auch nicht. Geld muss angelegt werden. Deswegen, der Freund arbeitet sich ja hoch. Es ist mühsam. Deswegen dauert das hier auch wesentlich länger als hier dieser Absturz. Es ist mühsam, aber er tut es. Was mir jetzt auffällt, deswegen mache ich das ein bisschen größer. Jetzt ist natürlich der Handel hier am Mittwoch noch nicht fertig. Aber jetzt vergleichen Sie bitte diese drei Kerzen hier. Wir haben hier einen Doji, am nächsten Tag ein Shooting Star. Im Moment, hier und jetzt, haben wir schon wieder einen Doji. Und das sind aber mini kleine Kerzen. Das ist fast keine Bewegung. Ja. Das hier ist ja dagegen schon riesig und das hier ist gewaltig. Das sind ganz kleine Kerzen, minimale Schwankungen, was für mich ein Indiz dafür ist, dass in Amerika man auch nicht genau weiß, was machen wir jetzt. Ja, also die haben auch Angst zu kaufen, aber sind auch zu feige, um Short zu gehen. Vielleicht kann man es so formulieren. Ich habe euch mal ein paar Scheine mitgebracht. Ich selbst, wie gesagt, ich habe Putz, ich bleibe bei denen, ich kann den Freund hier oben nicht mehr kaufen. Ich kann das nicht mehr machen, dann soll er steigen ohne mich. Für diejenigen unter euch, die der Meinung sind, wir überbieten hier diesen ganzen Bereich, ich mache es mal wieder ein bisschen kleiner, diesen ganzen Bereich und gehen vielleicht tatsächlich auf die 27.000 oder wohin auch immer, böte sich so etwas an. Das ist von Goldman Sachs ein 24.923er. Da sind wir also hier unter der 200-Tage-Linie. Natürlich unter 10, auch unter 20, aber auch unter der 200-Tage-Linie. Tja, also das ist kein Kauf hier und jetzt. Ich würde mir schon gerne nochmal so ein Atemholen wünschen. Dann kann man es überlegen. Aber ich bin auch nicht bereit, einen hier unten irgendwo zu nehmen, wo er eigentlich hingehört, hier im Bereich 24.250. Aber wenn es mal fällt, das wäre mir einfach zu groß der Abstand. 24.923, das ist die GA25KL. KL, da war da was. Ruhe, Ehren, Frieden. Auf der anderen Seite, bei den Puts bin ich ein bisschen mutiger. Ein Put würde ich hier drüber legen, das ist dann so ganz grob 26.300. Mal schauen, was wir da finden. Also gehen wir mal auf Short. Das wäre dann sowas hier. 26.348. Auch von Goldman. Ach Vorsicht, das ist ein 60er Hebel. Der ist nicht für jetzt zu kaufen, heute und jetzt. Den hole ich mir erst, wenn diese Kerze hier unterboten ist.
bei 25.634. Vorher noch nicht. Weil der kann wirklich nochmal so einen Squeeze nach oben machen. Das ist von Goldman. Also nochmal mit der Basis 26.348, die GM7BAM. GM7BAM. 60er Hebel. Ich glaube, so einen hohen Hebel habe ich hier auch noch nicht besprochen. Aber nochmal, der ist nicht für hier und jetzt, sondern da müssen wir erstmal hier dieses Signal hier liefern unter der 25.650. Vorher ist der Freund mir auch zu heiß. Das ist eine Sache von einer halben Stunde und dann sind wir hier oben. Also echt mit Vorsicht zu genießen. Ich, wie gesagt, ich kann ihn nicht mehr kaufen. Nicht nach dieser langen, mühsamen Wegstrecke ohne einen Imbiss, außer dem kleinen hier mal. Und eben dieser Imbiss, der fehlt mir. Das Atemholen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.